gibt Leute, die darin ein Überlebenswerkzeug, ein Survival-Tool sehen. Und zwar, das ist das Columbian Survival-Tool. Ob das was kann, schauen wir uns an. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossner vom Survival Shop. Gut, schön, dass du dabei bist. Das hat mir der Peter geschickt und hat gesagt, Reini, teste das einmal aus, schau dir das einmal an. Wenn du es kaputt machst, dann bin ich dir auch nicht böse, aber das ist ein Survival-Tool und ich möchte wissen, was du davon hältst. Und als ich es ausgepackt habe, habe ich mir gedacht, wirklich? Das ist ein Survival-Tool. Ich meine, alles ist Survival-Tool besser. Und wenn das draufsteht, dass es ein Survival-Tool ist, dann verkauft es sich auch sicherlich besser. Aber die Frage ist halt, ich stehe auf Multifunktionalität. Das weißt du, wenn du mich schon länger beobachtest und wenn du das neu bist, gib mir ein Abo. Aber dann wirst du das merken. Multifunktionalität ist toll, aber es muss halt auch gescheit sein. Aber ich möchte fair bleiben. Nummer 1. Das hier ist ein Columbian Survival Tool, das heißt, glaube ich, nicht für die nördliche Hemisphäre gedacht, sondern für Kolumbien. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich war dort noch nicht, suspekte Gegend für mich, dann ist das Dschungel und das ist wahrscheinlich ein anderes Holz und eine andere Klimazone und sowas und überhaupt. So, schauen wir es uns einmal an. Was ich gut finde, ist, dass da eine Schnur drauf ist, also ein Paracord drauf gewickelt, wobei Paracord nicht unbedingt meine erste Wahl ist, aber das ist eine andere Geschichte. Wie auch immer, dann hier hast du einen Hammer. Warum auch nicht und soll so sein. Full Tank geht also komplett durch. Dann haben wir hier dieses eine Säge. Das kann man so nehmen, damit man sägen kann. Werden wir dann nachher auch tun. Und da hat man auf beiden Seiten angeschliffen so ein zum Hauen und Hacken und zum Abstoßen. Geht sicherlich. Und das da ist so ein Durchhack, Schlag mich tot, Dingsbums. Also so Macheten endlich. Und wie gesagt, ich kenne mich im Dschungel überhaupt nicht aus. Also abgesehen davon, dass ich kein Bedürfnis habe, dorthin zu fahren. Selbst wenn ich das würde, dann würde ich mir jemanden suchen wie mich, der in Kolumbien wohnt und sich auskennt. Und zwar, der weiß, welche Gefahren dort sind. Survival Überleben hat ja sehr viel mit Gefahrenmanagement zu tun. Und ich weiß nicht, welche Gefahren es dort gibt. Ich kenne die Gefahren hier in der nördlichen Hemisphäre. Gebe ich natürlich jetzt billige Eigenwerbung, einen Link zu meinem Buch, die 10 Survival-Regeln, wo ich genau das bespreche. Aber ich kenne mich in Kolumbien nicht aus. Vielleicht ist das dort ein super Tool. Aber hier ist der Schaß mit Basteln, da kommen wir gleich drauf. Ich werde jetzt gleich hacken, aber eins noch und muss wie immer wieder sagen, liebe Umweltschützer, bitte schreibt mir keine Drohbriefe, ich darf das hier an dieser Stelle. Dieser Haselstrauch wird sowieso, ich habe die Erlaubnis vom Besitzer und wenn ich nicht umhacke, dann kommen Forstarbeiter und die mähen das um und das ist der Haselstrauch einfach wurscht, wer das macht und ich mache es zu einem guten Zweck, nämlich damit du siehst, ob das Teil was kann. So. Ein Scheiß ist das. Habe ich das laut gesagt? Ja, ich habe es laut gesagt. Das ist ein Scheiß einfach, wie man in Österreich sagt. Also da tut sie einfach nichts, obwohl das eigentlich jetzt gar nicht so unscharf ist. Aber da Achtung, Strauchfeld! Ja, es kann einfach nichts. So ist das. So, jetzt wollen wir mal die Säge ausprobieren. Ich spanne dazu das Holz da jetzt so ein, ja, damit ich ein bisschen Zug drauf habe. Und dann sehen wir mal. Und auch das ist ein Schaß. Das geht ja nur in eine Richtung. Das mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Da verbrenne ich nur unnötig Kalorien. Nein, das funktioniert nicht gescheit. Und nicht, dass du jetzt glaubst, dass dieses Holz hier extrem gefroren ist oder so irgendwas, sondern es ist einfach ein Klumpert, das Ding hier. Ich weiß, es liegt hier ein bisschen Schnee, aber der ist erst letzte Nacht gefallen und wir haben jetzt hier minus 2 Grad. Aber davor hatten wir plus 18 Grad letzte Woche und Föhn und alles. Also da ist überhaupt nichts gefroren. Das Ding ist einfach ein... Also das Problem ist, dass ich keinen Zug drauf kriege. Wer sich sowas überlegt hat und auch noch produziert, das ist ein Kofferkind, wirklich wahr. So, und auch das hier mit diesen Stoßen, ich weiß nicht, vielleicht ist das in Kolumbien cool, aber ich muss aufpassen, dass ich mir nicht weh tue, ja? Will ich nicht. Na, das ist nichts. Da falle ich gleich um. Das ist einfach nichts. Du kannst es auch da nicht nehmen, vernünftig nehmen, damit du eine Schnitzarbeit machen kannst. Das ist einfach. Ich bin ganz durcheinander. Wirklich, ich bin ganz durcheinander und komplett fertig. Das Ding, das taugt einfach nichts.
Als ich es gesehen habe, habe ich das schon gewusst. Ja? Und ich bin nicht voreingenommen. Ja? Weil ich kann auch meine Meinung ändern. Das ist ein Scheiß einfach. Habe ich das gesagt? Habe ich das laut gesagt? Tut mir laut, Leute, aber weder beim Schnitzen noch bei... Failed Product. Vielleicht ist es im Dschungel voll genial, das Ding. Aber hier ist das Schaß mit Quasteln aus. Ich gebe dir nicht den Link zu diesem Produkt. Niemals nie, sondern ich gebe dir unten im Beschreibungstext einen Link auf ein Video von mir, wo ihr da etwa ein Schlagwerkzeug, ein Messer zeigt, das tatsächlich hier in Europa und im nördlichen, der nördlichen Hemisphäre Sinn macht. Und zwar das Kramer. Schau dir das an. Aber das hier, das ist sicher teurer, das klumpert, als das Kramer. Vergiss es einfach. Das war's. Schreib mal einen Kommentar. Hast du dieses multifunktionale, beste Survival-Tool auf der Welt aus Kolumbien? Oder doch nicht? Erzähl uns ein bisschen was dazu. Was ist deine Meinung? Findest du das Design ansprechend und sagst, okay, wenn ich im Fasching als Klingone gehen will und wirklich jemanden beeindrucken will und ein echtes Teil dabei haben, dann vielleicht ja, aber schreibe einfach was, das wäre sehr, sehr nett. Abo, aber andere Videos zum Anschauen. Link zu meinem Buch und zu den anderen Dingen, die ich angesprochen habe, findest du unten. Dein René Rossmann und bis bald und ciao.